Calvin, einer der großen Theologen, der Jura studiert hat, sagt, wenn ein Christ seine Rechte vor Gericht verteidigen will, ohne sich gegen Gott zu stellen, muss er sehr vorsichtig sein, nicht mit dem Wunsch nach Rache, bösen Gedanken, Wut oder irgendetwas Giftigem vor Gericht zu gehen. In allem muss die Liebe dein Führer sein. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, mein Name ist Rainer Siemens, ich bin Dozent für Theologie hier am Semter und ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Die Bibel erklärt. Mit mir ist heute wieder Delmar Wiebe. Delmar Wiebe ist Dozent für Neues Testament hier am Semter und auch Direktor unserer Institution. Erneut haben wir uns ein heißes Thema gesucht. Rechtsstreit unter Geschwistern, unter Christen. Es scheint ja so zu sein, dass Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, es gläubigen Christen verbietet, einen Rechtsstreit vor staatlichen Gerichten zu führen. Und das hat ja dann ganz dramatische Konsequenzen, auch für das interne Gemeindeleben, denn immer wieder kommt es ja zum Beispiel vor, dass sexuelle Missbrauchsfälle aufgedeckt werden. Leider. Von einem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde gegenüber einem Kind. Und dann wird gesagt, aufgrund von 1. Korinther 6, diesen Fall dürfen wir jetzt nicht bei der Staatsanwaltschaft, bei der Fiskalia melden. So, du hast heute eine ganz komplizierte Aufgabe. Ich möchte gerne, dass du uns durch diesen Text führst und uns erklärst, was war gemeint damit und was war vor allem nicht gemeint damit. Genau. Ja, hallo, liebe Zuhörer von Radio ZB30. Wir werden uns heute, dieses Programm heißt ja Die Bibel erklärt, uns vor allen Dingen mit dem Text aus 1. Korinther 6 beschäftigen. Es ist ja so auch, dass unsere Welt immer komplexer wird. Auch das Rechtssystem ist komplex. Da gibt es verschiedene zivilrechtliche Sachen, strafrechtliche Sachen. Dann gibt es öffentliche Straftaten und private Straftaten. Also das ist irgendwie, und für Leute wie mich, die wir uns nicht täglich damit beschäftigen, ich bin kein Anwalt, sind das so Fremdkörper. Und es gibt dann oft die Gefahr, dass wir alles in einen Eimer schmeißen, alles, was irgendwie was mit dem Gesetz zu tun hat. Und das sind alles strafrechtliche Sachen, also das ist ein Rechtsstreit, das ist alles ein und dasselbe. Das ist nicht so und das war auch nicht zur Zeit des Neuen Testaments so. Und da kann uns ein Blick auch in den Kontext des 1. Korintherbriefes in die Zeit damals helfen, auch diesen Text besser zu verstehen. Also was du willst, ist damals in die Zeit schauen, wie funktionierten Gerichte, wer klagte, was wurde verklagt, um dann zu schauen, was Paulus hier genau meint. Genau, das ist genau der Weg, den ich gehen werde. Ich werde zunächst einmal das Rechtswesen damals ein klein bisschen schildern, auch wieder nicht ins Detail gehen, sondern wir wollen uns nachher auf den Text konzentrieren. Der 1. Korintherbrief ist ja zur Zeit der römischen Herrschaft geschrieben. Römische Reich ist damals vorherrschend. Es galt das römische Recht und das hat auch viele Fragen des bürgerlichen Zusammenlebens dann geregelt. Es gab Leute, die waren römische Staatsbürger und wir denken da auch an Paulus, der ja römischer Staatsbürger war und der dann auch auf seinem Recht bestand. Okay. Und dann gab es Leute, die nicht römische Staatsbürger waren und das waren dann die Mehrheit der Juden. Sie waren halt keine Römer. Es gibt da es gibt das öffentliche Recht, es gibt das Handelsrecht, es gibt auch das Zivilrecht. Und dann kommt irgendwann die sogenannte Pax Romana, der Friede, der römische Friede auf. Und dann hat sich das Königreich darauf konzentriert,
nicht mehr alle Kleinigkeiten zu regeln, sondern wirklich nur noch größere strafrechtliche Sachen für sich zu beanspruchen. Das andere wurde abgegeben. Das ging dann, also das Recht auf auch kommerzielle Aspekte wurden dann auch von den Herrschern, also in Rom, gerichtet, während andere Sachen wurden dann abgegeben an kleinere, sagen wir mal, Landgerichte. Oder lokale Gerichte. Lokale Gerichte. Es gab die Ädilen, die eine gewisse, die ein Recht hatten, da auch gewisse Urteile zu sprechen. Also wichtige Sachen in Rom. Genau. Andere Sachen dezentralisiert auf lokaler Ebene durch verschiedene Instanzen wurden dann da entschieden. Genau. Und ganz klar ist zudem eine Unterscheidung auch im Recht zwischen jüdischen Bürger und nicht-jüdischen Bürger. Das sehen wir ganz, ganz plastisch auch an der Geschichte von Paulus. Paulus wird geschlagen und dann sagt er dem lieben Mann da, du darfst du das machen, was du hier gerade machst? Ich bin römischer Bürger. Und der erschrickt und hört sofort auf. Und dann sagt Paulus, ich berufe mich auf den Kaiser. Wenn mich hier jemand richten wird, dann ist das der Kaiser. Und man respektiert das, man geht darauf ein, weil die gemerkt haben, der Paulus war tatsächlich jüdischer Bürger. Römischer Bürger. Römischer Bürger. Und als das Recht wurde respektiert und Paulus wird ja dann nach Rom verschifft. Also mit anderen Worten, einen Juden konnte man schlagen. Ja. Ohne große Konsequenzen. Genau. Ein römischer Bürger, der musste nach rechtlichen Vorgaben behandelt werden. Genau, ein römischer Bürger zum Beispiel würde auch nicht, also es gab einen Schutz vor so ganz schlimmen Hinrichtungsformen, es gab natürlich auch da, gab es zwar manchmal die Hinrichtung, aber Kreuzigung wird für einen römischen Bürger nicht der Fall gewesen sein. Sie hatten meistens auch das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren und das hat Paulus eingefordert. Deswegen wird er ja dann auch nach Rom verschifft. Und ein römischer Bürger war unantastbar gegenüber Klagen von einem Nichtbürger. Also wenn da ein nicht-römischer Bürger kam, ein Jude, und einen römischen Bürger anklagte, das rutschte dem den Buckel runter. Der war unantastbar dafür. Wie schon gesagt, viele Sachen wurden dann in den lokalen Gerichten auch gemacht. Und diese lokalen Gerichte, die waren alles andere als fair. Die waren im großen Teil, das gab da Erpressungen. Die Prozesse waren sehr oft sehr umständlich, langwierig, kompliziert, mit hohen Kosten verbunden, auch für den Anwalt. Da ging dann schon mal leicht ein Jahresgehalt von einem einfachen Mann hops, nur weil er das dem Anwalt zahlen musste. Dass Ehre und Gerechtigkeit wurde abhängig gemacht von der Macht des Menschen, vom Status oder vom Gutsozial, vom Geld. Kleine Nebenbemerkung, also Vergleiche zu heute zwingen sich geradezu auf. Das ist, läuft ähnlich wie heute oder lief damals ähnlich wie heute in Paraguay. Absolut, und das war vor allem der Fall in diesen lokalen Landgerichten. Und Korinth war eine wohlhabende Stadt. Eine Stadt, wo verschiedene Menschen lebten. Es gab Menschen verschiedener sozialer Schichten. Es gab vor allem sehr viel Unmoral. Und es gibt offenbar, sonst hätte Paulus das nicht aufgegriffen, ständig Konflikte unter den Christen. Und damals die korinthische Gemeinde bestand zum größten Teil aus Nichtjuden und damit auch aus römischen Bürgern. Aber es gab sicherlich auch jüdische Christen damals in Rom. Und in diesem Kontext, eine reiche Stadt, wohlhabende Leute, viel Unmoral, mit dem Wissen, dass Recht gar nicht unbedingt davon abhängig war, ob man Recht hatte oder nicht, sondern dass man abhängig war, wie groß der Geldbeutel war, dementsprechend hatte man dann Recht oder nicht. Das ist so ein bisschen der Kontext. Und da hinein schreibt Paulus dieses Kapitel, also diese Verse in Kapitel 6, offensichtlich, weil es ständig Streitigkeiten unter den Christen gab, in der Gemeinde. Er richtet ja sich nicht an die Gesellschaft. Paulus schreibt ganz bewusst an die Gemeinde in Korinth. Und Paulus geht im Korintherbrief auf ganz spezifische Fragen ein und Probleme, die ihm zugetragen worden sind oder die ihm auch schriftlich übermittelt worden sind. Also es gab viel Streit unter den Christen in Korinth und die wurden vor den korrupten Gerichten
in Korinth ausgetragen. So ist es. Ich möchte dich bitten, mal den ersten Vers zu lesen aus Kapitel 6. Also 1. Korinther 6, der erste Vers. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Das hört sich für uns jetzt sehr trocken an. Im Griechischen wird hier ein Ausdruck der Emotionalität verwendet. Also Paulus regt sich richtig auf. Wie kann es sein? Wie bringt es jemand von euch, wie bringt ihr es fertig, eure Rechtsstreit, eure Konflikte vor einem öffentlichen Gericht auszukämpfen? Also die Jammereien, die es in der Gemeinde gab? Genau. Also Paulus ist zutiefst bestürzt. Er regt sich regelrecht auf, dass das der Fall ist, dass das da passiert. Die hatten offensichtlich die schlechte Angewohnheit, ihre Konflikte vor die römischen Gerichte zu bringen. Und die haben wir schon beschrieben. Und die hast gut, ich meine, das war ja das Gesetz, okay. Und das führt zu einem großen Problem. Also es gab ja in dieser Gemeinde, wo besonders in Korinth viele glaubten, noch geistlicher zu sein als die anderen, da waren diese Christen so überheblich und hatten nichts Besseres zu tun, als ihren Rechtsstreit jetzt vor die lokalen Gerichte zu bringen. Also das war ein Ausdruck ihrer Überheblichkeit? Das war ein Ausdruck über, also insgesamt, Paulus geht auf verschiedene Arten dieser Überheblichkeit im Korintherbrief ein. Es gab offensichtlich Christen, die ihr eigenes Ego immer wieder in den Vordergrund stellen wollten. Und das wird zum Beispiel deutlich durch diese, sie wollen dann die besten Gaben haben und sie sind sehr vom Geist so voll, dass sie dann gewisse Praktiken da haben und allerhand Sprachen da bringen. Und Paulus sagt, Leute, euer Ich mal runter. Das Abendmahl war ja auch so ein Chaos. Ein totales Chaos beim Abendmahl. Und das ist auch hier wieder das Problem. Eine egoistische Haltung, wo es darum geht, dass ich möchte jetzt Recht haben und die haben nichts Besseres zu tun, als das noch vor die weltlichen Gerichte zu bringen. Also ihre eigenen internen Konflikte. Und da ist jetzt die Frage, also das ist eine exegetische Frage, was ist dieser mit diesem Rechtsstreit gemeint? Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit? Was ist das für ein Rechtsstreit und was für Sachen geht es da? Das ist eine Frage und da gibt es zwei Positionen oder zwei Haupttheorien in der Auslegung. Die einen sagen, ausgehend von Kapitel 5, Vers 1, dass es sich auf einen Familienkonflikt bezieht. Und die anderen sagen, ausgehend von Kapitel 6, Vers 7, dass es sich um einen kommerziellen Betrug handelt. Also, dass der eine den anderen beim Handel schön übers Ohr gehauen hat. Also Kapitel 5, da geht es um Unzucht. Mhm. Und das andere, was du sagtest, 6 Vers 7. 6 Vers 7, da geht es um irgendeinen Handel, wo einer den anderen vielleicht betrogen hat. Genau. Also irgendwo übervorteilt hat. Und auf jeden Fall, ich glaube, dass die Definition nicht so wichtig ist, weil wir sehen, dass es unabhängig von unserer Antwort, es sind immer Fragen im zivilrechtlichen Bereich. Es sind nicht strafgerechtliche Sachen, es sind zivile Fragen, diese Konflikte zwischen Menschen in der Familie oder mit jemandem aus der Gemeinde in Bezug auf Geldfragen. Also es ist nicht, was wir heute eher Zivilrecht nennen würden. Genau. Nicht wirklich dieses harte, nicht das harte Kriminalität. Genau, absolut. Also bei Straftaten, zum Beispiel ein Tötungsdelikt oder ein Missbrauch oder sonst etwas, die müssen wir in diesem Zusammenhang ausschließen, weil die fielen in die Zuständigkeit des römischen Staates. Das würde nach Rom geschickt werden und nicht hier behandelt werden. Also es geht definitiv um zivilrechtliche Fragen. Also diese lokalen Gerichte behandelten diese Streitereien in Familie, im Handel, nicht jetzt, ich sage mal, die harten Delikte. Ganz genau. Und das System damals ähnelt dem unseren heutigen auch in Paraguay, wo dann in Straffragen, da ist dann nicht mehr der Einzelne, der den anderen anklagt, sondern da tritt der Staat als Kläger auf gegen den Straffälligen. Also die Staatsanwaltschaft, die, genau, Fiskalia verklagt. Absolut,
Genau, und das war damals ähnlich. Und aber hier haben. So eine Sache geht es hier nicht. Ja, weil hier klagt die Privatperson einen anderen an, nicht die Staatsanwaltschaft. Genau. Einen Straftäter. Absolut. Genau. Also ich klage dich an als Bruder in der Gemeinde, weil du mir irgendwo Geld schuldig bist und okay. Ich bin jetzt wütend darüber, dass du das eine Woche später noch nicht bezahlt hast. Zum Beispiel. Ja. Und das ist nicht ein Tötungsdelikt oder sonst etwas. Das müssen wir erstmal ganz, das ist mir sehr wichtig, dass wir diese Sache hier am Anfang auch gleich klarstellen. Und dass Paulus sich aufregt, kann ich absolut nachvollziehen, wenn ich daran denke, wie die Gerichte damals funktionierten und dass da je nach Geldbeutel man den Richter auch natürlich beeinflussen konnte und dass dann von einem nichtgläubigen Richter solch ein zivilrechtlicher Konflikt dann ohne Ansehen der Person zu einem Urteil kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann ist wieder, dass die Gemeindeglieder untereinander sich auch übervorteilen, weil wenn ich mehr Einfluss habe, dann kann ich mir einen besseren Anwalt leisten, dann werde ich den Prozess auch gewinnen. Oder ich besteche den Richter. Ganz genau. Und Paulus sagt, Leute, es kann nicht sein. Ihr sollt, als Christen solltet ihr in der Lage sein, Rechtsfragen unter Gemeindegliedern zu lösen. Also diese Art von Sachen, die müsst ihr unter euch lösen. Es kann nicht sein, dass ihr dann zu einem weltlichen Gericht geht. Also Familienprobleme, Handel, wenn ihr untereinander Stress habt. Genau. Das... Richtig. Zweitens, eigentlich solltet ihr ja überhaupt nicht streiten und euch viel mehr lieben. Und ich merke diese Bestürztheit von Paulus da. Ja? Also das sollte ja überhaupt nicht so weit kommen. Und wenn da schon so eine große Willkür ist, dann sollten die Christen wirklich sehr vorsichtig sein, sich das Recht da zu holen, wo es im biblischen Sinn gar nicht zu finden war. Also im öffentlichen Recht in dem Sinn. Dann hat ja nicht... wird ja nicht das Recht kommt nicht zum Tragen, sondern derjenige, der mehr Macht hat. Okay. Und das geht wieder gegen das biblische Zeugnis und zerstört das biblische Zeugnis. Und kleine Nebenbemerkung, es ist ja wirklich dramatisch auch, wie auch in den letzten Jahren einflussreiche Persönlichkeiten in der evangelischen Welt gefallen sind. Und wie das alle beeinflusst. Es beeinflusst ja nicht nur die Lokalgemeinde, es beeinflusst Christen insgesamt, weil oftmals von den Medien natürlich auch sehr bewusst alle in einen Beutel geschmissen werden. Das ist schon sehr beeindruckend. Also es hatten viel weitere Kreise als nur intern. Also Paulus sagt, ihr solltet erstmal gar nicht streiten, weil ihr euch liebt. Genau. Und wenn ihr streitet, dann tragt das nicht vor korrupten Gerichten aus, also streitet euer kleiner Zwist untereinander, sondern regelt das in der Gemeinde. Also dazu müsstet ihr fähig sein. Genau, und wenn wir jetzt zum vierten noch davon ausgehen, dass diese Gerichtsprozesse öffentlich geführt wurden, dann erlebt das Christentum, und das ist der Punkt, den ich erwähnte, eigentlich öffentlich eine Niederlage. Weil die Leute stehen ja und beobachten die Christen. Die zanken ja genau wie wir. Was ist der Unterschied? Die kriegen ja ihre Sachen auch nicht geregelt, die müssen da zum Richter laufen. Und das ist das, was Paulus anklagt. Und dann sagt er auch, und das ist dann interessant, in Vers 2 und 3, oder wisst ihr nicht, dass ihr die Heiligen die Welt richten werdet? Und auch in Vers 3 dann, dass wir Engel richten werden. Das ist eine rhetorische Frage, die Paulus hier stellt, und das geht darum, das ist absurd, dass ihr heidnische Gerichte in Anspruch nehmt, wobei ihr werdet ja die Welt richten, ihr werdet sogar Engel richten. Und das ist die Frage, was bedeutet das? Also es ist eine eschatologische, endzeitliche Realität, die hier zum Ausdruck gebracht wird, die aber auf keinen Fall weiter erklärt wird. Ich kann dir heute nicht sagen, was das bedeutet, dass wir Engel richten werden. Das steht hier so im Text. Ich glaube, es ist keine Lösung, wenn wir sagen, Engel, okay, das sind menschliche Boten. Es geht hier schon um Engel. Um übernatürliche Boten. Übernatürliche Wesen. Aber Paulus erklärt das nicht weiter. Er lässt das da so stehen. Wir werden Urteile haben, die in dieser Welt und auch die im Vergleich zu Urteilen, die Christen in der Zukunft fällen, das sind die gering. Also diese Urteile hier, die sind gering gegenüber denen, die wir in Zukunft fällen werden.
Und das ist einfach, um diese Absurdität nochmal zu unterstreichen. Es ist absurd, dass ihr zu weltlichen Gerichten lauft mit euren Kleinigkeiten, wobei ihr ja natürlich, also nachher in der Endzeit, richten werdet. Und nochmal, wie gesagt, das wird nicht weiter erklärt und das sollten wir dann da auch nicht anfangen, weiter rum zu spekulieren. Es muss einfach offen gelassen werden, was damit gemeint ist. Dann in Vers 4, würde ich dich bitten, diesen Text einmal zu lesen, Vers 4. 1. Korinther 6, Vers 4. Wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Also nochmal kritisiert Paulus das Vorgehen der Gemeinde, der Gläubigen, dass sie zu ungläubigen Richtern gehen. Also statt die Rechtsfragen unter sich zu klären, geht ihr zu Richtern, die in der Gemeinde nichts gelten. Also diese sind keine Christen. Wie erwartet ihr da ein gerechtes Urteil? Und das Ziel ist, und das ist dann in Vers 5 und 6, das ist beschämend. Das ist eine Beschämung, dass die Gerichte Konflikte der Familie des Glaubens lösen müssen. Es ist eine Beschämung, dass weltliche Gerichte Konflikte der Glaubensfamilie lösen müssen. Das ist absolut nicht rühmlich. Das sollte nicht sein. Calvin, einer der großen Theologen, der Jura studiert hat, sagt, wenn ein Christ seine Rechte vor Gericht verteidigen will, ohne sich gegen Gott zu stellen, muss er sehr vorsichtig sein, nicht mit dem Wunsch nach Rache, bösen Gedanken, Wut oder irgendetwas Giftigem vor Gericht zu gehen. In allem muss die Liebe dein Führer sein. Also was passiert, wenn ich zu einem Gericht gehe, dann möchte ich ja auf alle Fälle Recht haben. Und dann geht es mir ums Recht haben. Und das sollte nicht sein. Und zum Schluss in den Versen 7 und 8, da kommt Paulus nochmal dazu und sagt dann einfach, wisst ihr, das gibt überhaupt keinen Sieger. Es gibt hier nur zwei Verlierer. Der christliche Glaube erlebt seine Niederlage, weil die Praxis des christlichen Glaubens, Liebe, Nächstenliebe, gegenseitiges Unterstützen, das kommt nicht zum Tragen. Und dann, man konzentriert sich nur auf sein eigenes Vorteil. Und der christliche Glaube verliert auch sein Gesicht gegenüber der Welt. Weil man macht sich einfach lächerlich. Und das ist das, was Paulus hier anprangert. Also wenn wir das einmal zusammenfassen, dann kann man das auf zwei Hauptpunkte konzentrieren. Erstens, es geht Paulus darum, dass wir als Gemeinde, als Gläubige, ein Zeugnis vor den Nichtgläubigen haben. Und das die Welt auch die Absichten unserer Herzen daran sieht, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir dann in Konflikte geraten, dann ist das nicht gerade förderlich. Und also das sind die zwei Aspekte, als Zeugnis der Kirche vor der Welt und unsere eigenen Herzensabsichten. Denn wenn ich mit einer Sache vor Gericht gehe, dann geht es ja mir nur darum, Recht zu haben. Dann geht es mir nur darum. So, was bedeutet das jetzt? Also der gegenwärtige Staat, also wie können wir das, die Frage ist ja, darf ich meinen Bruder verklagen? Muss ich meinen Bruder verklagen? Oder sollte es dieser Text, verbietet er mir das komplett? Wir müssen dazu sagen, dass der Staat ist souverän und wir haben als Christen auch die Aufforderung, uns dem Staat und seinen Ordnungen zu unterstellen, zu unterwerfen. Insgesamt, und das ist interessant, auch Rechtswissenschaftler sagen, dass die Prozesse, falls es zu einem Prozess kommt, wo man sich auf Methoden einigt, wo es um eine Wiederherstellung oder eine freundliche, friedliche Einigung kommt, das sind die, die am besten funktionieren. Ja, eine außergerichtliche Einigung. Genau. Aber wir haben die Verantwortung, uns dem Staat zu unterstellen. Und das Recht gliedert sich in zwei Bereiche, grob. Das öffentliche und das private Recht. Also es ist einmal das öffentliche Recht, ist das die Beziehung zwischen Volk und Staat regelt.
Mhm. Dazu gehören das Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht, das Kinderrecht und etwa 95% des Strafrechts gehört zum öffentlichen Recht. Das Privatrecht, da geht es um die Beziehungen der Menschen untereinander. Dazu gehören das Zivilrecht, das Arbeitsrecht. Und das ist jetzt die Frage zum Beispiel, du hast am Anfang erwähnt, ein sexueller Missbrauch. Der fällt unter das Strafrecht und damit ganz klar unter das öffentliche Recht. Da ist es nicht eine Frage ich gegen dich, sondern der Staat Paraguay gegen den Täter. Das ist eine Sache, da ist das zwischen Staat und Volk. Der Hauptakteur ist das Volk und der Staat wird aktiv, in diesem Fall durch die Fiskalie, ja, den Staatsanwalt, und wird dann auch eingreifen. Und dann sprechen wir nicht von Kläger und Angeklagten, sondern von Kläger. Den Staat als Kläger? Genau. Durch die Staatsanwaltschaft? Richtig, genau. Also mit anderen Worten, wenn ich das so verstehe, was Paulus hier abdeckt, ist, was wir heutzutage das Privatrecht nennen würden. Genau, richtig. Das Privatrecht. Das damals vor den lokalen Gerichten entschieden wurde. Das öffentliche Recht wird durch diesen Text nicht abgedeckt. Mit anderen Worten, wenn ich von einem sexuellen Missbrauch weiß, bin ich als Christ, auch wenn das von einem Bruder ist, bin ich als Christ verpflichtet, das zu Fiskalia zu bringen. Definitiv. Es ist meine christliche Verantwortung, das zu tun. Es ist meine staatliche Verantwortung, das zu tun. Und das ist dann in dem Moment ja auch nicht ich gegen den Bruder, sondern der Staat als Verteidiger des öffentlichen Rechts gegen den Täter. Und wenn ein Bruder mir etwas Geld schuldet, dann ist es unsere Aufgabe als Christen, diese Situation unter uns zu regeln. Es sollte eigentlich überhaupt nicht zu diesen Konflikten kommen. Falls es zu diesen Konflikten kommt, dann sollte es immer unsere Absicht sein, immer sie ohne staatliche und öffentliche Gerichte zu regeln, sie in der Gemeinde zu regeln, das nicht zulassen, dass das zu einem Rechtsstreit vor öffentlichen Gerichten kommt. Und es geht immer darum, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir Gott lieben, dann müssen wir auch unseren Nächsten lieben. Wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben, aber unseren Bruder hassen. Ja, ich denke, das war mal wieder glasklar. Vielen Dank, Delmar, für diese Ausführungen. Ich möchte auch nur abschließend sagen, Bibeltexte müssen wir immer in ihrem historischen Zusammenhang verstehen. Und das ist hier wichtig. Richtig. Paulus schließt nicht im Prinzip Klagen aus. Er schließt Klagen aus, wenn es um den kleinen Zwist zwischen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde geht. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.